Sehr schön. War ja eine schöne Hymne. Da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja... Diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Oh, Schreck. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Ja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Ach so gut. Wer ist das? Ich bin der echte Kletis. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Ach du Kerl. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Da ist ja wohl klar, wer hier der wahre Bösewicht ist. Jo, lass es. Er will den Planeten sofort sprengen. Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Ich werde... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Nicht doch. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Iponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Dol. Dol? Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Dol! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern
unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Eponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Oh, Schreck. Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Oh wei. Boah. Oh. Oh. Die Antenne auf dem Dach. Ach du Schreck. Der Sender. Wie da bloß ranzukommen wäre. Tja. Meine Fresse. Das ist weit oben im Weltall, über der Welt schwebend. Kabel. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Antenne. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Scheinbar ja. Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Okay, wir haben eine Antenne und jetzt können wir bestimmt... Na los! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Jetzt sind alle drei drüben. Na klar. Das war spaßig. Spaßig! Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten, das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Ich hab da so eine Antenne. Vielleicht... Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört. Hä? So. Na guck doch hin. Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Ach du Schreck. Verdammt. Er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Tja, ich hab da... So einen üblen Verdacht. Cletus, Rufus, Rückus. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Da runter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. 1 zu 3. Ach du Schande. Ach du... Ja gut, das... Was zu erwarten war... 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. 1 zu 3. Ach, du Scheiße. 1, 2... Hey, springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln. Was? Ich? Nein.
Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Ach du Schreck. Das hätte eigentlich funktionieren müssen. Bisher habe ich doch noch alles kaputt gekriegt. Diesmal nicht. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa da. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. Auf 3. 1. 2. 3. Okay. Rufus? Rufus, aufwachen! Gut. Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Der Sack ist nicht gesprungen. Ach, ich wette doch mit dir, dass das Cletus nicht tot ist. Von hier aus komme ich gar nicht ran. Der kommt doch safe gleich wieder. Hundertprozentig. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aha. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Eine Schraube. Ich will das Ding nicht reparieren. Ich will es kaputt machen. Nein, Moment. Wenn ich diese... ein Loch. Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Vielleicht können wir die Schraube da einsetzen. Und dann können wir die Schraube ziehen. Von hier aus komme ich da nicht ran. Gibt's hier noch irgendwo ein Loch? Schraube. Was ist jetzt, ist jetzt ziemlich wenig Schrauben drin. Nein, Moment, wenn ich diese Schraube löste. Ach so, ja gut, ein Haufen Schrauben. Das Rätsel. Da ist doch schon eine Schraube. Oh je. Ah, sehr gut. Und jetzt Sender greifen. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Jetzt schnell wieder hoch. Jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar, meine leichteste Übung. Vielleicht können wir den irgendwie da drunter legen, irgendwie hochgehen, da irgendwie unter die Treppe legen und dann Bruch. Sind da irgendwo ins Loch. Erkennt noch jemand das Loch in diesem Plan? Das war die Idee, dass irgendwo, Hat das Ding denn keine Selbstzerstörung? Will das Ding nicht reparieren? Den Rotor halten. Von hier aus komme ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Tja, vielleicht können wir hier mal was festschrauben. Wäre nur so eine Idee. Wenn wir jetzt hier nur hochmarschieren. Den Sender in den Rotor. Nein! Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder?
Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber... Was hilft's? Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Es klappt. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, juhu. Ganz große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräte, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Aus. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert. Zieh doch das Ding wieder raus. Ist das schlimm? Keine Ahnung, bist du, Deponia, bereits. Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber... Klang am Rand was nicht so. Wird aus dir? Go! Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber na dann? Was sagst du? Also wir könnten ja sagen, dass wir es machen, also dass wir zustimmen. Wir könnten ja so eine linke Nummer machen und einfach sagen, ja, ich helfe dir bei dem Plan und dann ist einfach nicht machen. Ich meine, dann rettet er uns jetzt erstmal und dann... Ich meine, steht es uns ja immer noch frei, es dann wirklich zu tun. Es zu sagen uns dann auch. Ja gut, Vergiss es! Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus! Oh nein. Nein, nicht doch! Wie das? Ach du tolle Wurst. Sind alle drei gefangen. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Och, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Tja. Oh! Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Auweia. Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope, die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Einer muss sich opfern. Cletus! Bowl! Ah, dann fallen auch alle anderen. Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Tut's nicht.
Triff deine Entscheidung! Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ach du Scheiße. Jetzt sag ich als Rufus, ich bin Rufus und dann... Ich weiß es doch schon. Wenn ich jetzt ich bin Rufus sage, dann sagen das die anderen natürlich auch. Wenn ich jetzt Cletus sage, wenn ich jetzt sage, ich bin Cletus, da habe ich vielleicht auch schon verloren. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Ach, was? Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Ich kann etwas, das die beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Sorry. Ich sehe doch viel schöner aus als die anderen beiden Pfeifen. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Scheint dich besonders auf die Zeit davon. Ach du Schande. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja. Das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Oh nein. Einmal durchgedreht. Verdammt, jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer ist. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, Ich weiß etwas. Was diese beiden Simulanten unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass wir den Gesichtern in Bosos Familienalbum Bärte gemalt haben. Ja, das war lustig. Obwohl es erstaunlich wenig zu tun gab. Das ist ein Trick-Goal. Er weiß das nur, weil ich es ihm vorhin erzählt habe. Mach dich nicht lächerlich. Warum sollte der echte Rufus sowas weitererzählen? Ich wollte halt angeben. Aber eine Sache, die die anderen garantiert nicht wissen, ist... dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Oh nein. Und die Reise geht weiter. Na super. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, wer ist wer? Und die nächste Runde geht rückwärts. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, Ich weiß etwas. Was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Das bringt doch alles nichts. Was denn? Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Stützenargument. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In den Kostümen seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Verdammt. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay, mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Auweia. Warum müssen auch alle das gleiche Kostüm tragen? Das ist... Oh Mann. Entscheide dich bitte. Uns läuft die Zeit davon. Das Hochboot kann jeden Moment abstürzen. Wenn du mich unter Druck setzt, machst du es dadurch auch nicht besser. Was, wenn ich aus Versehen Argus erwische? Hey, ich meine, hey, ho, I am the roof. Dann ist ja schon mal klar, wer Argus ist. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ah, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Verdammt. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal. Heißt Argus das von euch Cletus, Rufus. Cletus Manns ist doch genug, um sich klar zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Cole. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun...
Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich... Ach ja? Das führt doch zu nix. Ist doch egal, was... Ja, aber... Wie... Ach, Rufo, Hauptsache. Genau. Das stimmt. Kann es sein, dass... Echt? Dann... Ach, so ein Mist. Da bleibt doch nur noch eine Option übrig. Eine Option, die wir auswählen können. Die letzte. Die letzte Option, die alles beendet. Ach... Ich kann gar nicht hinschauen. Ich kann gar nicht hinschauen. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja, klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, ja. Wenn ich ihm helfe, leider, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ach, nö. Naja. Wenn ich es recht bedenke... Oh Mann. Es ist doch... Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein letztes... Du weißt, du wirst fallen und sterb. Ein letztes Manöver. Na dann, gute Nacht. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals loslassen. Auweia. Goal, Kletus, Argus. Wir haben gerade nur diese eine Option. Wir können hier nichts anderes. Wir können nichts anderes machen. Wir können hier. Wir können noch Stunden warten, aber loslassen. Schrauben. Vielleicht können wir mit den Schrauben irgendwie. Vielleicht können wir mit den Schrauben loslassen. Loslassen. Aber ja. Ach du Schreck. Hier gibt's nichts mehr, was wir noch irgendwie tun können. Es ist... Gold können wir nicht ansprechen. Kletus können wir nicht ansprechen. Argus können wir nicht ansprechen. Irgendwie nach dem Rand greifen und... Ja, Mann. Also... Lassen wir los, oder was? Wir müssen loslassen. Loslassen. Stopp! Nein! Nein! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm! Hallo, Rufus! Oh, Barry, was machst du was hier? Du bist mein Vorbild! Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin! Nein, im Ernst! Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant! Wirklich! Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich! Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett... Selbstlose Tat! Wow! Rufus! Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Das sind ja unsere Helden, die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma.
Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden. Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Der mit seinen Hasenohren und so. Riesig. Oh Mann. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Insgeheim weiß sie, dass Rufus losgelassen hat und gefallen ist. Das Ende. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Osterheld ist dann mal weg. Die Das Ende von Goodbye Deponia, dem dritten Teil in Deponia-Reihe, wie es ausschaut. Ja, wohl eindeutig. Das Ende. Und dann kommen die Credits. Augenschaft freigeschaltet. Tusa, er ist dann mal weg. Ja, dann haben wir wohl Goodbye Deponia durchgespielt. Das war der dritte Teil der Reihe. Das war Goodbye Deponia mit dem Zwergenfürst, auch Zwergenfürst LP auf meinem YouTube-Kanal. Und da laufen die Credits, da laufen die Leute, die dran beteiligt waren, die dran schuld waren, dass das jetzt hier so gelaufen ist. Ja, das ist die Macher des Spiels. Und ein paar hübsche Bilder werden eingeblendet. Und was war das für ein Ende? Es war ja hier ein episches Finale. Rufus hat letztendlich doch noch, man kann es so sagen, Rufus hat sich entwickelt am Ende. Man hat sich, also Rufus hat, also wirklich, es ist ja wirklich ein schönes, ein Rufus, naja, es ist kein schönes Ende, letztendlich. Es klingt jetzt ja nach oben gekommen. Was mit Argus passiert, das habe ich jetzt auch nicht begriffen. Wurde der runtergestürzt oder wie, was? Ach, der Rotorm, letztes Jahr haben sich ja weiter bewegt. Sie hat danach, nachdem er nur losgelassen hat, hat sie ja nach Kitis gegriffen und nach Argus. Ich würde sagen, es war Kitis. Hier Bilder aus allen drei Teilen im Hintergrund. Ja. Vor allem mit der Organ am Hymne und so weiter, das war doch hier, es war nur ein schönes letztes Kapitel. Auch wenn das Ende ein bisschen, naja, Rufus hat sich entwickelt. Der alte Rufus aus Teil 1 hätte niemals losgelassen. Insofern. Ja, es ist ja wirklich ein guter Abschluss
Abschluss? Fragezeichen. Ja gut, wir wissen alle, dass es noch mit Nachgut bei Deponia, mit Deponia Doomsday weitergeht. Es gibt da noch einen sehr schönen vierten Teil der Saga. Aber es ist auf jeden Fall ein Abschluss einer Trilogie. Und ja, das Finale der Staffel, ja, falls man das so sagen kann. Und da sind die Credits vorbei, wie es ausschaut. You are now leaving, Deponia. So sieht's aus. Haben wir es durchgespielt? Haben wir Goodbye Deponia durchgespielt? Und die Credits waren auch noch gar nicht zu Ende. Ja gut, jetzt würden wir also nochmal von vorne anfangen. Na dann, ich sag mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Wir sehen uns bald in Deponia Doomsday wieder. Im Let's Play Deponia Doomsday auf meinem Kanal. Das war Let's Play Goodbye Deponia auf meinem Kanal. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und noch nicht abonniert habt, dann lasst ein Abo da. Und ja, nicht Deponia Doomsday verpassen wollt auf meinem Kanal, dann abonniert schön und aktiviert die Glocke. Dann werdet auch abonniert, wenn der nächste Part kommt, wenn das nächste Let's Play. Wenn Goodbye Deponia jetzt, ja, Goodbye Deponia ist vorbei, wenn dann Deponia Doomsday kommt. Und ich verabschiede mich und sage bis dann und ciao.